Die Unsterblichen patrouillieren die Straßen. Ich muss in Deckung bleiben. Unglaublich. Der Stil wirkt antik, aber es zeigt einen Zug. Die Ankunft der Sowjets. Thank you.
ist etwas hinter dieser Barriere.
Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten.
muss eingeschlafen sein. Die Zeit lässt sich im Eis schwer schätzen. Die Unsterblichen waren fleißig. Wo gestern noch ein Aschehaufen schwelte, liegt jetzt eine Leiche mit milchweißer Haut wie ein toter Fisch. Als ich hinsah, hat der Tote geatmet. Es klang fast wie ein Todesröcheln, als er das erste Mal wieder Luft einsog. Dann sah er mich an und endlich erkannte ich ihn. Ich habe diesen Mann bereits getötet, in der Schlacht. Er hat es nicht vergessen. Ich tötete ihn erneut, schlug seinen neuen Schädel ein, bevor er aufstand, aber wieder schwelt seine Asche. Wenn er aufwacht, werde ich fort sein. Der kalte Blick in seinen toten Augen war wie ein Versprechen. Wie der Phönix wird er auferstehen, wieder und wieder. Jedes Mal entschlossener, mein Leben zu beenden. Wenn ich bleibe, wird es ihm schließlich gelingen. Auf mich. Vielleicht kann ich damit dieses Tor zerstören. In der Tasche ist ein Stück Feuerstein. Er dient dazu, ein Feuer zu entzünden. Der mongolische Soldat musste autark sein. Thank you.
Endlich konnte ich einen der unsterblichen Soldaten töten. Ich folgte ihm den ganzen Tag, bis er allein war. Er schien mich zu erspüren, bevor ich zuschlug, als ob er das Geräusch meines Bogens kannte. Er war stark, aber ich bin klug und mir hilft der Glaube. Meine Pfeile durchbohrten ihn, aber er kämpfte weiter, bis ich ihn zwischen die Augen traf. Selbst so konnte er mich verwunden, bevor ich ihm den Schädel einschlug. Sein Körper fing Feuer. Er zerfiel vor meinen Augen zu Asche. Es ist schon Stunden her, aber die Asche schwelt noch. Sie zischt und knackt in der Dunkelheit. Ich glaube nicht, dass dies sein Ende ist. Die Quelle hat große und schreckliche Macht über die, die sie berührt. Ich muss wissen, was jetzt passiert. Oh.
Diese Buchstaben sehen mongolisch aus. Aber ich kann nicht lesen, was sie bedeuten.